Das ist ja interessant. Nach welchen Kriterien werden denn da überhaupt die Zeiträume festgelegt? Nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Das heißt, die Polizei muss im Vorfeld sich überlegen, zu welchen Stunden kommt es zu besonderen Vorfällen, wann ist mit Kriminalität zu rechnen. Mhm. Und das sind genau die Zeitabschnitte, wo sie dann auch die Videoüberwachung einsetzen darf. Also auch da nicht pauschal, sondern ganz gezielt und anlassbezogen. Mhm. Okay, aber wenn dann irgendwie zu späterer Stunde was passiert, dann ja, Pech gehabt, ne? Dann Pech gehabt, aber das, glaube ich, muss man in einer freiheitlichen Gesellschaft auch akzeptieren, dass wir keine Rundum-Totalüberwachung hinbekommen können. Theoretisch ist die perfekte Überwachung sozusagen der perfekte Staat, aber praktisch ist das ein Staat, wo wir nicht mehr drin leben wollen. Ja, ja. Jetzt haben wir gerade im Film auch gesehen, dass die Kameras tatsächlich in Passbildqualität aufnehmen können. Was können diese Kameras noch? Die Kameras sind inzwischen, jedenfalls die Software, die mit den Kamerabildern arbeitet, die Kameras sind sehr intelligent geworden. Man spricht auch von intelligenter Videoüberwachung. Da gehört zum Beispiel dazu Gesichtserkennung. Dass ich also nicht nur Bilder aufnehmen kann und sozusagen Fotos schießen kann, sondern auch schauen kann, ist da möglicherweise jemand dabei, der gesucht wird. Also dass ich die Bilder abgleiche. Ich kann tatsächlich bestimmte Personen an nicht nur Gesichtsmerkmalen erkennen, sondern auch etwa an ihrem Gang. Es gibt eine ganz neue Kameratechnik, die mit Gangerkennung arbeitet, sodass ich also Menschen in ihrer Bewegung wiedererkenne. Auch wenn ich gar nicht ihr Gesicht sehen kann, aber ich sehe, ist ganz typisch für den einzelnen Menschen, wie er sich bewegt. Wie ein Fingerabdruck. Wie ein Fingerabdruck, so ist es, und kann das dann auch entsprechend Personen zuordnen. Mhm. Und alle Abgleiche, die in dem Bereich gemacht werden, sind natürlich einerseits für die Polizei hilfreich, aber andererseits unter Datenschutzgesichtspunkten dann problematisch, wenn die Anlässe, zu denen abgeglichen wird, eher kleinere Anlässe sind, wenn es darum geht, Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen oder Ähnliches. Wissen wir, ob diese Software schon benutzt wird und wo? Ist das ersichtlich? Wir wissen, dass es jedenfalls Testversuche gibt zur sogenannten intelligenten Videoüberwachung. Es gibt noch keine hinreichende gesetzliche Grundlage dafür. Das heißt, noch darf die Polizei das nicht im Dauerbetrieb einsetzen. Aber die Bewegung geht eindeutig dorthin, dass auch immer mehr intelligente Software in dem Bereich eingesetzt wird. Haben Sie Angst, dass das dann auch ganz in Anführungsstrichen normale Lebensbereiche betreffen wird? Das ist natürlich das Problem, dass wir in eine sozusagen flächendeckende Videoüberwachung reinlaufen. Umgekehrt muss man aber auch sagen, diese moderne Software hat auch Vorteile. Wenn sie etwa dazu führt, das ist ja im Bericht sehr schön gezeigt worden, dass die Polizei nur noch auf bestimmte Vorkommnisse hingewiesen wird, also nicht dauerhaft selbst Monitoring betreiben muss, sondern Rückmeldung von der Software bekommt, da ist was Interessantes passiert. Da steht auf dem Bahnsteig ein herrenloser Koffer. Ja. Oder da hat sich jemand in einer Art und Weise durch die Menge bewegt, die auf Flucht oder Ähnliches hindeutet. Das heißt, das führt dazu, dass unterm Strich weniger Menschen überwacht werden und durch intelligente Software die Zahl der betroffenen Personen reduziert werden kann. Das ist eher ein Vorteil. Ja, verstehe. Wenn wir noch mal ein kurzes Fazit zusammenfassen. Sie sind schon für Videoüberwachung an neuralgischen Punkten. Das befürworten Sie schon, aber Sie sind nicht für die Zunahme. So ist es. Ganz wichtig ist, dass wir anlassbezogen vorgehen, dass wir eine klare gesetzliche Grundlage haben. Dann kann die Polizei Videoüberwachen. Aber alles, was wie pauschale oder anlasslose Videoüberwachung aussieht, führt eher ins Gegenteil, kostet uns viel Freiheit und bringt keinen Vorteil bei der Sicherheit. Okay. Herr Brink, erstmal bis hierhin vielen Dank. Sie bleiben ja noch ein bisschen bei uns. Jetzt haben wir über Kameras gesprochen, die an öffentlichen Plätzen hängen, also von der Polizei montiert wurden oder von Verkehrsbetrieben. Aber nachher sprechen wir noch über die unzähligen privat installierten Kameras in Hotels, in Supermärkten oder auf privaten Parkplätzen. Was darf da gefilmt, was darf da gespeichert werden? Was passiert mit dem ganzen Material? Wer kontrolliert das? Darüber sprechen wir später noch mit Ihnen. Und wenn Sie uns dazu noch schreiben wollen, können Sie das gerne tun, entweder über Facebook oder Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an daheim und unterwegs@wdr.de.